Schwestern und Brüder, wenn wir eingeladen sind durch die Osterbotschaft, die uns verkündet wird, uns zu dieser Botschaft zu verhalten, so haben wir in der vergangenen Nacht durch ein Wort von Romano Guardini gelernt, dass wir diese Botschaft nicht mit unseren Blickwinkeln aus der Welt heraus betrachten, sondern ganz von Christus her zu sehen haben. Die Auferstehung als den großen Wendepunkt zu betrachten. Nicht alles mit unseren Kriterien und Kategorien einordnen zu wollen, sondern von ihm her zu denken. Denn es ist der Beginn einer neuen Wirklichkeit in der Nacht von Ostern, an diesem Morgen, als das Grab leer ist. Aber werden Sie vielleicht sagen, das ist ein schöner Gedanke. Gut, eine Predigt kann man damit überstehen. Aber wie machen wir das denn? Wie sollen wir das anstellen? Die verschiedenen Osterevangelien bieten uns sozusagen dafür Modelle an. Und gerade dieses Evangelium, das wir eben hörten, bietet uns gleich drei Figuren an, wie wir denn das tun können. Diesen großen Wendepunkt Gottes, Ostern, ernst zu nehmen. Wir sehen Maria von Magdala, wir sehen Petrus und Johannes. Die haben alle ihre Geschichte. Adrien von Speyer deutet diese drei Figuren auf das Amt Petrus, auf die Kirche, den Gläubigen in Maria Magdalena und auf die Liebe, die verkörpert wird in diesem Evangelisten, dessen Name ja nie genannt wird, der Jünger, den Jesus liebt und der am letzten Abend an der Brust Jesu liegt. Wir sehen in diesem Evangelium, im 20. Kapitel bei Johannes, die Liebe ist dem Amt immer voraus. Die Liebe ist immer schneller. Wir könnten einfach sagen, naja, der Typ ist halt jünger. Aber ich wollte jetzt hier keine direkten Vergleiche anstellen, aber manchmal sind sogar Ältere schneller als die Jüngeren. Das soll vorkommen. Oder fitter. Also damit kann man es vielleicht nicht unbedingt bewenden lassen. Die Liebe ist dem Amt voraus. Denn das Amt in der Person des Petrus ist immer auch belastet. Das Amt steht immer in der Gefahr des Verrates, indem es sich selbst zu wichtig nimmt, sich um sich selbst kümmert, sich selbst behauptet und vergisst, wozu es eigentlich da ist. Die Offenheit des Ursprungs zu leben, das ist Hierarchie, das ist Amt, nichts anderes. Keine Pyramiden, keine ausgedachte Ideologie, oder ein von oben nach unten treten, wie man das auch in der Kirche oft genug erleben kann. Alles das ist eigentlich der Kirche Jesu Christi fremd, von innen her, nicht vom Leben her, leider Gottes. Das Amt steht immer in der Gefahr des Verrates. Und wir sehen es an Petrus. Der ist nicht beglückt am Ostermorgen. Das Letzte, was er mit Jesus getan hat, war ihn zu verraten. Sie konnten nicht mehr sprechen. Vielleicht kennen Sie das aus der eigenen schmerzlichen Erfahrung. Da hat es noch ein merkwürdiges Wort gegeben. Da steht ein Streit im Raum und wir konnten ihn nicht mehr klären. Denn die Person, mit der wir ihn geführt haben, wo das böse Wort gesprochen und nicht zurückgenommen wurde, ist plötzlich nicht mehr da. Eine große Belastung, auch für Petrus, der das Amt hat. Dem Jesus gesagt hat, du musst deine Brüder stärken, wenn du wieder zum Glauben zurückgefunden hast. Maria als die Gläubige, als die Kirche, sie hat eine ganz bestimmte Vorstellung von Jesus, deshalb kann sie ihn nicht erkennen. So wie wir uns auch immer wieder die Kirche aller Zeiten in einer bestimmten Epoche von unterschiedlichen Einflüssen beeindruckt, sich immer ihr Bild von Jesus macht und sich dann oft genug beschwert, dass sie ihn nicht findet, dass sie ihn nicht erkennt.
Wir sehen das bei Maria Magdalena. Sie hält daran fest. Sie sucht einen, der liegt. Sie sucht einen Toten. Deshalb hat sie keinen Blick für das Leben, für den Lebendigen. Und selbst dass Jesus in Person vor ihr steht, bleibt sie dabei. Sie meint, es ist der Gärtner. Sie sucht ja keinen Lebendigen, sie sucht einen Leichnam. Wohin hast du ihn gelegt? Noch einmal. Deshalb kann sie ihn nicht sehen, nicht erkennen. Sie ist gefangen in ihren Vorstellungen. Und erst als sie mit Namen gerufen wird, wird auch dieses Grab der eigenen Vorstellungen, der eigenen Ideen, der eigenen Wünsche gesprengt. Johannes, als die Verkörperung der Liebe, die sich ganz von Gott empfängt, so wie Christus selbst, das Johannesevangelium macht es so deutlich, er, so hören wir am Beginn, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Genau dieses griechische Wort, das dort ganz am Anfang im ersten Kapitel bei Johannes steht, verwendet der Evangelist für das, was der Jünger Johannes tut. An der Brust Jesu. Er ist auch am Herzen, an der Brust Jesu. Dort ist sein Zuhause. Dort ist ein lebendiger Austausch. Er ist immer voraus. Er ist immer schneller, aber er nimmt Rücksicht. Er weiß, dass das Amt zunächst einmal mit sich selber beschäftigt ist und nicht so schnell nachkommt. Deshalb lässt er Petrus den Vortritt ins Grab. Von Petrus wird es nicht gesagt, aber von Johannes. Er sah und glaubte. Es sind drei Figuren, wie uns in den Evangelien verschiedene Figuren begegnen, liebe Schwestern und Brüder. Vielleicht finden wir unsere eigene. Nicht nur, dass wir ein ganzes Leben dazu Zeit hätten, aber diese 50 Tage, die wir jetzt Ostern feiern, diese 50 Tage lang sind eine gute Einladung, meine Figur zu finden. Bei wem ich zu Hause bin, wem ich mich am nächsten fühle. Um dann genau diesen Weg zu gehen und auch die Lernschritte zu tun. Wenn wir heute versuchen, Ostern zu übersetzen oder davon zu sprechen, was bedeutet denn die Osterbotschaft? Es wird dann so schnell, wie so oft bei der Kirche, so moralisch sauer. Und dann sind wir entweder dabei, andere zu belehren oder festzustellen, dass mir das selber jetzt nicht mehr so ganz viel sagt. Man kann das ja auch beim Blick in die Bänke ein wenig beobachten. Statt diese Evangelien zu hören, uns die Figuren zu suchen, denen wir am nächsten sind, und ihre Wege zu gehen. Es sind die Wege, die zur Begegnung mit Christus führen. Es sind die Wege, die uns dann erkennen lassen, dass wir mit Namen gerufen sind, dass er, der Lebendige, uns nah ist, dass er in unserer Mitte ist. Und dann hört jede und jeder von uns die Aufforderung neu. Geh hin zu meinen Schwestern und Brüdern und sag ihnen, dass ich lebendig bin, dass ich in eurer Mitte bin, dass ich immer bei euch bin.